Eine ganz kurze Beschreibung des Turnieres wäre, dass es eine sehr, sehr traditionelle Veranstaltung mit großartigen Siegern wie Becker, Bald, Cash, Graf. Das Turnier ist für mich relativ wichtig, da ich auch sehen will, wie sich die Mädchen in meinem Alter in anderen Ländern entwickeln. Ich will nur ein kleines Beispiel sagen über die Qualität des Turniers. Die Paris-Siegerin Jelena Ostapenko hat 2011 bei uns gespielt als 15-Jährige und hat damals die Runde der letzten 16 erreicht. So circa 350 Meldungen sind bei uns eingegangen, beziehungsweise bei der ITF. Das sind viele bekannte Namen, vor allen Dingen aus Berlin dabei. Vor allen Dingen natürlich unsere Annika Stabel, die sicherlich von der Qualität zu den Mitfavoriten im diesjährigen Turnierfeld gehört. Ich will auf jeden Fall mein Ergebnis vom letzten Jahr bestätigen und wie ich immer sage, alle können gut spielen, sonst wären sie nicht in dem Turnier. Ich würde sagen, dass meine Form gut ist. Ich habe jetzt in der Bundesliga gespielt und da nur ein Match verloren und deswegen habe ich ein gutes Gefühl für das Turnier. Rudolf Mollecker wird wahrscheinlich an Nummer 1 gesetzt werden und hat natürlich gute Chancen, hier sehr weit zu kommen bzw. auch das Turnier zu gewinnen. Erleben Sie heute die Weltstars von morgen und seien Sie live dabei.